Okay, wir haben gerade gemerkt, dass wir die 60.000 Bits fertig haben und deswegen sind wir wieder bei Metal Etemon und geben ihm natürlich das Geld. Mal schauen, was uns gleich erwartet. Ja, gleich noch nichts. Das sehen wir erst, wenn wir dann, ne? Wie das nächste Mal zu ihm gehen. So sieht's aus. So. Jo, danke dir! Kann ich jetzt coole Gegenstände herstellen? Na, jo, Metallge, jo. Okay, okay. Können wir schon. Vielmals. Dann gehen wir noch ganz schnell ein paar Booster-Packs öffnen. Nicht nur das. Nicht nur das? Ja. Was hast du noch vor? Ich habe noch etwas ganz, ganz Schönes vor. Oha, oha. Und zwar unter den Items, die ich aufgesammelt habe, war eine neue Verstümmelung dabei. Oha, oha. Meine jetzige hat einen Skillwert von 300. Und die jetzige, also die, die ich jetzt bekommen hatte, waren 600 plus. Und dazu hat die sogar noch zwei Mods. Und ich kann sie anlegen, da ich schon mit Verstümmelung auf 700 noch was bin. Da war ja was, dass man mit dem Ausrüsten nochmal dahin laufen muss. Und dies, genau. Und das und jenes und hast nicht gesehen. Alles schön separat machen. Immer diese Umwege. Tja, so ist das halt. Find dich damit ab. Hab ich doch schon längst. Ja, ja. Dann palabere ihn mal an. Ihn? Sie, ihm, es. Das S muss mit. Das weiß ich. Waffen. Ja. So, da ist sie, die Großklinge. Oh ja. Halleluja. Oh ja. Jetzt, wo ich gerade hier drin bin, slotte ich auch gleich. Kein Stress. Was nehmen wir denn? Schaden zu MP, das auf jeden Fall. Und den Trefferbonus hätte ich ganz gern. Alles klar. Okay. Jo. So. Mal schauen, wie die Waffe aussieht. Ich weiß es, ich weiß es. Schön für dich. Auch mal das fett. Ach komm, hör auf zu schmatzen. Es ist mir egal, ob die Zuschauer das sind, das stört mich schon, das reicht schon. Irgendwie muss man ja die Wartezeit überbrücken. Aber doch nicht mit Schmatzen. Ham. Ham. Ey, es gibt da, da, da. Ach, die Waffe ist das. Wohin? Ach, durch die Mitte, wäre schneller gegangen. Nein, wär's nicht. Ach. Jetzt da hoch und dann runter gemusst, das wäre alles so ein und derselbe Weg. Ach, Mensch. So, Boosters. Na, ich weiß gar nicht mehr, welche Karten wir haben. Gucken wir es doch gleich mal nach. Ich weiß noch, dass du mit deinem Wemon eine Karte hast, die mir mit meinem Dorumon noch fehlt. Ja, aber ich weiß, dass und das du ist sogar die Glück einzigste, hat. Die mir mit dem Dorumon noch fehlt. Ich. Digimon auswählen. Dann beginn mal. Jawohl. Ja, sowieso voll. Seraphimon. Ein Alphamon. Demon! Yay! Wobei Megadramon mich da gerade mehr angesprochen hat. Skull, Greymon. Ich wette, da war jetzt keiner dabei, die. An sich eine schöne Booster. Dorumon. Aber das war eine Muss Scheiße dabei sein. Ja. Und mit Scheiße in Boostern kennst du dich ja am besten aus. Mega Drama. So, dann guck mal dein Album. Jo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Das schaut schon nicht schlecht aus. Ich muss ja sagen, ich finde ja Scorpion total toll. Ich mag den. It's my turn. Nos. Du musst drücken. Dankeschön. Bitteschön. Lemon! Metallgarumon und Scorpiumon. Ryu ist aber gut.
Halleluja. Toll. Lusemon. Was sagt denn mein Album? Pokémon. So allein, aber er ist Power genug. Er kann allein bleiben. Hey, Susanumon. Mhm. Es ist das, was mir fehlt. Minotaurumon, das fehlt dich. Okay. Bei mir sieht das ein bisschen leerer aus, gefühlt. Puh. Dann können wir ja gleich wieder beginnen. Wir waren nämlich bei Adel. Wo waren wir? Bei irgendeinem Dungeon mit A, D, E, irgendwas. R, N. Adern? Adern! Lass mich. Boah, stehen geblieben. Wir haben irgendwo die Torbit-Disc eingesetzt. Nein, ich meine beim Quatschen wegen den so nebenbei. Irgendwas mit Digimon. Digimon, genau. Digimon World 2. Mhm. Aber war stehen geblieben. Also wie gesagt, ich habe es so gut wie gar nicht gespielt. Ich kenne das System. Und es ist ja ziemlich ähnlich wie Pokémon Mystery Dungeon, aber jetzt endlich doch ein ganzes Stück anders. Ja, ganz Stück. Es ist, ja, ganz interessant. Ich habe... Also ich finde es wahnsinnig interessant, und ich hatte irgendwie... Als Emulator möchte ich ein Digimon-Spiel nicht spielen, deswegen habe ich es nie... zumindest nicht, wenn ich es nicht original habe. Hm. Ja. Dazu komme ja ein anderes Mal noch. Genauso wie ich mit dir noch Digimon World 3 spielen möchte und Digimon World 5. Oder offiziell ist ja Digimon World 5 Data Squall. Ich glaube, so hieß das. Meinst du dieses Online-Spiel oder was? Nein, nein, nein. Auch ein Spiel, das nie nach Europa erschienen ist. Ach. Schon wieder. Also wir sollten echt mal irgendwie so eine Petition unterschreiben. Naja, für die beiden Spiele ist es schon zu spät. Nee, aber allgemein. Mhm. So. Wir sind wieder bei Ada. Von da oben kam er, glaube ich. Nein. Sicher? Nein. Ja, ich bin mir sicher. Dass wir von hier kamen. Nein, dass wir von hier nicht kamen. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Hm. An die drei Idioten hätte ich mich erinnert. Ich kann mich immer an drei Idioten nennen. Das waren, sind hier die drei von der Danke. Das war so schön ohne die. Das, was ich aber total merkwürdig finde, mit dem, wenn du eine quasi zwei Waffen in der Hand hast, er schlägt immer nur mit der rechten zu. Nie mit der linken. Tja, Rechtshänder. It's going me really on the nerven. Weg. Weg. Aua. Weg. Das kommt her. Kommt her zu mir. Aber doch nicht so von hinten. Doch, die mögen's. Ups, Alter. Eins. Jetzt looks so bekannt. Lass mich mal überlegen, weil vielleicht der ganze blöde Dungeon so aussieht. Ja. Das ist halt ein Dschungel. Ohne Regina. Da muss ich jetzt mit drei ganz. Oh. Okay. Ich dachte gerade schon. Mhm. Ey, eine Karte. Karte. Alles klar. Wir gehen hier lang. Und hier lang. Und. Wir rennen genau in die rein. Nein! Haha. Hey! Hey! Wenn ich dich nicht immer retten würde, ja? Ah ja, ist klar. So. Das war klar. Und weiter geht's. Jo. Okay. Schaut alles so bekannt vor. Ja, weil das auch immer wieder dasselbe ist.
das ist problematisch, wenn man keinen Orientierungssinn hat. Das sieht so. Voll konzentriert hier am Feuer Spam. Mega Feuer. Alter. Was soll das? Meine Booster weg. Oh. Ja, es wird wie ihr vielleicht seht, wir waren auch so ein bisschen shoppen. Also ich zumindest. Ja, toll, ein paar NPCs kaufen, super. Ja, ich brauch die, ich will ja das auch skillen, ne? Booster, ne? Na? Genau, wie viele Schlüsselkits haben wir eigentlich schon wieder? I don't know. Das. Vielleicht kriegen wir ja die neuen voll. Ja. Dann können wir wieder einen kleinen Bonuspart rausbringen, wie wir den ganzen Kram in den Schlüsselkits machen. Natürlich. Oder wir machen das einfach so, dass wir die eintauschen gehen und hinterher zeigen, was wir bekommen haben. Oh, wenn wir es bis dahin nicht vergessen haben. Meinst du, wenn du es bis dahin nicht vergessen hast? Warum ich? Weil ich es bis dahin nicht vergessen werde. Ist klar. Dankeschön, endlich vorbei, ab nach oben. Die droppen keine X-Daten, ihr Schweine! Du hast auch keine verdient. Ebene 3. Wie viel hatte ich jetzt? 120, ne? Falls ich das eben gerade so davon richtig gesehen habe. I don't care. Später ist es um einiges interessanter zu wissen, wie viel man hat. Und zwar, wenn man die einsetzen will. Oh. Ich würde die nur für Ausrüstung anwenden. Niemals, um deine Statuswerte zu erhöhen. Weil es wird einfach viel zu teuer. Da kommst du gar nicht mit den X-Daten hinterher. Weil sobald du ein Level up hast, erhöhen sich deine Werte ja automatisch. Und somit auch die Kosten an X-Daten, die du brauchst, um sowas abzugraden. Du bist der Mann. Gut gemacht. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum ich dir Wegdist aufheben konnte. Ich weiß von nichts. Nein, überhaupt nicht. Wie es aussieht, ja. Ich schieße zwei Feuerkugeln und du eine. Blitzkugel. Ich wollte schon sagen. Ja, ich trainiere das so. Kein Stress. Heilung. Irgendwann werde ich auch schon mega Blitz kriegen. Oh, und dann bin ich bei Terra oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Weil mir vorher nämlich die MP-Punkte ausgehen. Weil die sind einfach so viel entspannter zu besiegen. Aber auf dieses Reingedotsche von denen habe ich keine Lust. So sieht's aus. Vor allem, die sehen eh irgendwie so aus wie so eine Kreuzung von einem. Keine Ahnung, nimmst du Hundemann oder sowas und einen Rizeros oder sowas. Oder Gihorn vielmehr. Metallrihorn. Genau, ein Rihorn mit einem Metallmantel. So schaut's aus. Ja, das neue Metall-Pokémon in Digimon-Form. Rihornmon. Come on! So, gehen wir wieder oben lang. Hallo. Na, wer kommt hier rausgejumpt? War ja klar. Arm. Und. Ihr kriegt jetzt aber so richtig einen rein. Ich dachte jetzt schon, da kommt rausgesprungen. Du denkst so viel. Und ich weiß zu wenig.
Wenigstens denke ich. Ist auch eine Kunst. Ne? Darauf müssen wir jetzt natürlich nicht weiter eingehen. Nö, warum? Ich kann nachdenken. Eine verschlossene Tür, finde ich interessant. Ja, ne? Irgendwie ist das gerade sehr ermüdend, ey. Ich hoffe, dieser Giftdschungel haben wir bald hinter uns, ey. Das nervt ja. Nur noch, ey. Alright. Nein, hier. Warum habe ich hier hinkommen? Zu einer Karte. Ah. Schon viel besser. Karten in Digimon sind einfach nur mega. Wow. Sagen gleich nach rechts. Ey, warte mal, komm mal zurück. Okay, dann gehen wir nach links. Ey. Was? Es gibt irgendwo ein. Du wolltest auf Dragon Ball spielen, ne? Jesus Christ. Ich würde sagen, wir gehen nach links. Gut, dann gehe ich nach rechts. Hä? Wieso? Hey, ganz einfach. Immer wo du hingehst, gibt's Ärger. Oh, Moment. Halt. Mach doch einfach mehr. Aber... Bäm! Frag doch einfach das Gilmon. Of course. Daneben. Ich wollte es nur gesagt haben. Der Fernseher ist groß genug, ich sehe ja schon. Aber man weiß nie. Und ich muss definitiv meine Verstimmungsskillpunkte mal im Auge behalten. Mhm. Ich wollte nur bis 1000 nämlich hoch skillen. Okay, 755. Das dauert noch ein bisschen. So, dann gehe ich mal kurz auf Ausrüsten, Waffe. Waffe austauschen, Strahlmagnum. Slot. Fähigkeitschip. Dann mal dich. Nimm mal das Feuerchip. Falls noch solche. Oh, okay, dann halt nicht. Hui! Super! Kam genau richtig, ich wollte nämlich gerade eine MP-Display verwenden. Von da kam er doch. Dachte ich. Mhm, deswegen sind hier auch noch welche, ne? Ich sag doch, dachte ich. Das Item. Das war ein Strahlmagnum. Better, falls ich das gerade richtig gesehen habe. Hm. Unten. Warum unten? Weil da gerade die Tür aufgegangen ist. Hey, bei dir ist unten gerade die Tür aufgegangen. Wolltest du nicht runtergehen? Klar. Ja, dann hau rein. Nee, zu faul. Aha. Kennst du mich doch. Ich höre Blitzi-Blitzi-Boden. Ach, ernsthaft? Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Oh. Aha! Good job. Nämlich Lucky Luke. Genau. Karma, ne? Ja, Karma schon so eine Bitch. Ja. Mm. Bam, 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 bam.
See. Na gut. Mhm. Nach oben würde ich sagen. Oben kann man nicht von oben? Keine Ahnung. Ich kann von oben. Oder? Nein. Sicher? Sicher. Ich sehe auch schon einen Ausgang. Der verschlossen ist. Ja, weil wir erstmal diese Viecher besiegen müssen. Ätzend. Ah, interessant. Wenn du dich drehst, dann können die dich nicht einschläfern. Nice to know. Naja, doch können sie. Ich glaube, dieses Einstellen ist einfach nur so eine Chancenbedingung. Goddammit. Wie weit geht's eigentlich noch runter, Leute? Mal ehrlich, ey. Das nervt doch langsam. Eigentlich wollten wir heute den Giftdschungel komplett abschließen. Ja, aber Arthur hat was dagegen. Ja. Egal, das kriegen wir noch hin. Kein Problem.